Hallo Leute, hier ist wieder der Ole und wir machen jetzt weiter. Ja, wollen mal sehen, dass wir heute mal ein bisschen aus dem Quark kommen. Uns vielleicht schon mal langsam nach dem LKW umsehen. Also, dass wir, ja, vielleicht mal mit einer vernünftigen PS-Zahl kriegen. Oh, der ist von England rüber nach Brüssel. Das ist doch mal interessant. Schon wieder ein DAF. Keine Ahnung, scheint DRF-Fan zu sein. Nein, eigentlich. Ja, ich meine, ich mag DRF, hab nichts gegen die Marke, aber ist jetzt nicht irgendwie gezielt. Ja, Rostock-Kiel ist langweilig. In Brüssel, da ist was Neues, ne? Da fahren wir da mal hin, würde ich sagen. Joa. Einmal rüber wieder. Diesmal müsste das auch wieder etwas kürzer werden. Die andere ist irgendwie 26 Minuten lang geworden. Da habe ich gar nicht so viel geguckt. Apropos Uhr, ich habe schon wieder vergessen, eine zu stellen. Wie es sich für mich gehört, ne? Ich vergesse das ja immer. Okay, mache ich mal kurz, wie sich das, wenn das lädt. Ach, Handy muss man bedienen können. So. Wie eine Schnarchnase, ne? Schnarchnase im Dienst. Oh, eine Mail. Wie schön. Mail. Wollte sowieso gleich noch was nachlesen. Wir können Ihnen helfen zu wachsen, ja. Das habt ihr mir schon erzählt. Sehr geehrte Damen und Herren, Ihr unternehmerischer Erfolg ist uns nicht entgangen und wir würden Ihnen gerne noch stärker dabei zur Seite stehen, Ihr Potenzial weiterzuentwickeln. Es freut uns daher, Ihnen mitzuteilen, dass Ihr Kreditrahmen in unserem Hause auf 500.000 Euro erhöht wurde. Ihnen steht jederzeit die Möglichkeit offen, bei Ihrer örtlichen Bankfiliale über die Summe zu verfügen. Hochachtungsvoll Vertriebsleiter Bank. Ja, da möchte ich gerne mal wissen, jetzt können wir hier auch 400.000 können wir nehmen. Da möchte ich gerne mal wissen, was die für Sicherheiten haben. Ich meine, ich habe ja nichts. Meine Garage ist ja keine 500.000 wert. Dann nehme ich jetzt den Kredit auf und dann, ja, Kohle weg. Was wollen der für Sicherheiten nehmen? Das ist noch nicht ganz klar. Aber gut. Sollen sie mal machen, wenn sie meinen. So, ich gucke noch kurz nach dem Retarder. 510 PS, sehr schön. Kein Retarder, schade. 6x2 und hier, ihr seht es, Rechtslenker. Da werde ich jetzt erstmal meine Problemchen mit haben. Rechtslenker ist ja nicht so ganz meins. Wir probieren das mal aus. Mal sehen, wie das wird. Ach ja, mitten in der Nacht auch noch zu einem Überfluss. Ah ja, dann fahre ich jetzt rechts rum, dann kommen wir noch ein Fragezeichen vorbei. Das ist doch schön. Ein Fragezeichen mitnehmen. Ah ja, genau, aufpassen. Auf welcher Seite ich fahre. Mag ich gar nicht. Ich weiß auch nicht, warum ich die Tolle das mal wieder mache hier. Auftrag nach England gehe ich ja noch, dass ich wenigstens auf der richtigen Seite in der Kabine. Aber von England rüber. Oh, ey, nee. Also eigentlich geht das gar nicht. Was fahren wir denn? Kraftstofftank 12 Tonnen, 510 PS. Oh. Kann man auch machen. Was ich schön finde in England sind die Ampeln da drüben auf meiner Straßenseite nochmal. Da muss ich mir nicht immer die Kopf verrenken. Eine Arbeitsagentur. Ja, schön. Ach, die fahren ja alle wieder langsam. Und ich habe keinen Retarder. Scheußlich. Ich bin gerade überlegen, müssen die eigentlich der Blinkerhebel in England auch rechts sein? Bin ich gerade überlegen. Müsste doch eigentlich, oder? Ich bin gerade etwas konzentriert hier beim Kreisverkehr. Wenn ich es kaputt mache.
überhaupt bin ich im Stadtverkehr, aber auch so schweigsam. Hier könnte ich eine Garage kaufen. Mach ich aber nicht. Wir haben erstens kein Geld für eine Garage und zweitens haben wir schon eine. Erstmal brauchen wir eine LKW. Also das ist ein Spiegel blinkt, das macht mich verrückt. Das kann eigentlich nicht sein. Das darf eigentlich nicht sein. Oder mir ist es nie aufgefallen, dass es trotzdem blinkt. Auf alle Fälle sieht man die Bremsleuchten nicht im Spiegel. Das ist schon mal beruhigend für mich. So, 30. Wo ist 30? Da ist 30 im Tacho. Der vor mir fährt langsamer, dann fahre ich auch langsamer. Da vorne sind nämlich Blitzer. Wenn ich mich immer hinter ihm halte, dann kann ich auch nicht geblitzt werden. Weil die KI so fährt, dass sie nicht geblitzt wird. Also 40 km/h, 43. In der 30er Zone sind in Ordnung in England. Und da ziehen wir jetzt so, ne? Da wurde nicht geblitzt. Ich meine, das ist irgendwie Grenze 45 bei 30. 30, 45, dann 50 müsste 70 sein, glaube ich, und 60 war 80 oder irgendwie so weit. Ja, gleich noch ein Blitzer. Also die Engländer, die haben die zocken einen richtig ab, wenn man so ein Gastfuß heißt wie ich. Also was ich schon in England an Tickets gekriegt habe, so viel habe ich den ganzen Rest von Europa noch nicht zusammen. Noch einer, noch ein Blitzer. Die sind ganz scheußlich hier. So, hat er langsam ein Ende mit dem doofen Blitzern. Ja, da vorne. Jo, jetzt habe ich mir ganz toll gemacht, aber. Hab mich erschrocken. Ja, das ist... Ich sag ja, ich kann die Rechtslenker kann ich nicht fahren. Ich habe mich dann weiter links... ich dachte, ich würde links sitzen irgendwie. Ich hab das elegant hingekriegt, wa? Aber das schleicht auch so langsam vor mir rum, weißt du, dass ich einen Gastfuß habe. Weil hier ist den Gastfuß mal nicht zügeln kann. Ja. Soviel zum Thema, wir arbeiten auf dem eigenen LKW hin. Ne? Das habe ich gerade schön vergeigt. So, dann gleich haben wir hier durch den Tunnel durch, glaube ich. Ja. Müsste der Tunnel sein. Ich habe gerade den LKW vergeigt. 400 sind jetzt nicht. Das ist nicht die Welt. Habe ich das kaputt gemacht? Nö, guck mal, nicht mal Schaden. Das war so wunderbar. Wunderbestens. So. Warum schleicht er so? Aha, jetzt ist 60. Und Überholverbot, das ist ja herrlich. Jetzt gibst du Gas, ne? Jetzt plötzlich wieder. Ja, das ist wieder typisch, ne? Sind ja schon da, Mensch. Muss ja aufpassen hier. So, ja, ich war gerade wieder konzentriert. So, hier ist einmal rot, dann hier die nächste kann ich runterheizen, bevor der Gegenverkehr da ist. Suchen wir uns gleich einen schönen Parkplatz. Ne? Schön drauf fahren. Nicht zu schnell, so, ganz entspannt. Ganz entspannt hier. Ihr dürft nicht versuchen, da unten reinzufahren, den Anhänger. Der hat eine Kollision, die kriegt und da fallen entgegen, kriegt Schaden. Schaden kriegt, weiß ich nicht, ich bin da ganz langsam gegengefahren. Einmal. So, stehen wir jetzt schön drauf. Oh. Stück vor noch. So, passt.
Licht aus, sonst brennt das die ganze Nacht durch. Na gut, 35 Minuten lang. Und aufbrechen. So, sind schon wieder 10 Minuten ungefähr rum. Das sieht auch schick aus, das Bild. Schön hier ein 6x2. Gefahrgut. Sieht auch schick aus, doch. So. Feststellung angezogen, ja. Ich trottel. Farbe gelernt sein war. Hinten ist nichts unterwegs. Der dreht uns schön hoch gerade. Das klang gut. Etwas energisch zurückgeschaltet hat er, der gute. Jetzt haben wir 10 Minuten rum laut Handy. In der Realität ja schnell wieder etwas mehr. Ach je, jetzt muss ich jetzt gleich rechts fahren. Das wird nochmal so schön. Das ist die Katastrophe. Also Ole und hier, oder auch Hugo, ne? Und Rechtslenker, das ist keine gute Kombination. Hoppala, ich rum nicht links rum. So, jetzt muss ich aufpassen. Jetzt muss ich aufpassen. Ich muss mehr aufpassen als in England. Also eigentlich muss man immer aufpassen, wenn man hier von England kommt oder nach England. Ja, da hat sich gerade wieder so ein bisschen fast gerade gefangen. Ja. Huch, Auto, gut reingehen. Boah, das hat auch gepasst. Das Game ist ja alle habt. So, hier wieder die fiesen Abbiegungen, wo man nicht vernünftig herumkommt. Wenn man Rechtslenker erst recht nicht, wenn man keinen Überblick hat. Fahrzeugmaßen irgendwie nicht vertraut ist plötzlich. Also ihr seht schon, ich werde wahrscheinlich wieder, wie beim anderen Spielstand auch, hauptsächlich auf dem Festland unterwegs sein. Da hat nichts zu kommen jetzt, wenn ich darüber will. Was ich schön finde, ist auch, dass das Spiel automatisch umspringt auf die andere Seite. Also ich hatte ja bis jetzt immer den Spiegel auf der linken Seite gehabt, also den normalen Spiegel vom Eck auf der linken Seite gehabt und diesen eingeblendeten auf der rechten Seite. Jetzt habe ich einen Rechtslenker, jetzt hat er das umgedreht, das finde ich sehr schön gemacht. Ich treffe schon wieder die Spur nicht. Ist das scheußlich. Habe ich Licht an? Ich habe kein Licht an. So, Licht an. Wie viel Geld kriegen wir gleich? 5000 irgendwas. Das ist doch schön. Das ist doch eine schöne Summe. Ich will gleich mal gucken, welche Motoren schon freigeschaltet sind. Sag mal bitte, dass ich nicht zu schnell bin. Gut, bin nicht zu schnell. Geht's da runter? Ach, da geht's eine Calais runter, okay. Aber wie man es auch immer aussprechen mag. Ich spreche keine Silbe Französisch. Und bis auf Paris habe ich keine Ahnung. Ui, kriege ich ja auch noch hin. Ui. Oh, Regen. Hier drei Scheibenwischer. Das finde ich ja so geil am DRF, der drei Scheibenwischer. Das finde ich richtig cool. Das liegt daran, dass die Scheiben so klein sind. So. Ja, nicht besonders hoch. Und deswegen wäre, deswegen müssen die Scheibenwischer Blätter kürzer sein und deswegen würden die zu viel Fläche freilassen, wo man so drei Scheibenwischer. Ja, und dann Gegenzug dazu, unser hier ist ein Moped-Auto. Der ist so schmal, der braucht nur einen Scheibenwischer. In das Gegenstück. Der Tank ist halbwegs voll. Sehe ich da links in dem Gerät da. Der Balken, der gelbe Balken, der zeigt mir, ob der Tank voll ist. Das ist etwas aufgefahren. Ja, ich würde ganz gerne den Regensound leiser stellen. Ich weiß nicht, ob das geht. Das geht nicht. Der Regensound ist mir zu laut. Aber den kann man aber nicht runterstellen. Nee, kann man nicht.
Der ist im Verhältnis zum Motorsound zu laut. Ich weiß gar nicht, ob er mich richtig hört überhaupt. Ich hoffe ja, dass der Regen gleich wieder aufhört. Das ist nicht ganz so doll. Ach, das ist auch noch Gewitter. Ach je, Gewitter. Ich habe wieder nur ein Stück Straße entdeckt hier. Seht ihr mal, wenn es da unten im Navi gelb wird, dann haben wir das entdeckt. Auf diese Weise durchs Hin- und Herfahren haben wir jetzt schon 3,68% der Map erkundigt. So, hier machen wir gleich einen Abstecher durch die Stadt. Können wir nochmal Fragezeichen mitnehmen und wir schalten die Stadt frei. Bei solchen Gelegenheiten fahren wir einfach immer durch die Stadt durch. Hier schön durch. So. Brüssel Fragezeichen da hinten. Wollen wir die Fragezeichen noch an gucken? Dann spare ich uns aber hier die Landstraße. Dann fahre ich hier unten rum. Nee, Fragezeichen. Da kommen wir früher oder später vorbei. Ah ja, genau wieder der Regenzaun, habe ich wieder fast vergessen. Die fahren einmal an der Stelle immer fürs Auto. Das nervt ein bisschen. Ich lenke ein bisschen unsicher mit dem Rechtslenker, das ist ungewohnt. Also, nee. Gar nicht. Ah ja, da vorne ist es gleich, wo ich nachbiegen möchte. Einfach mal durch das Kraft. Ja, da haben wir gerade wieder den hängenden Blinker gehabt. Kommt leider vor. Ich weiß nicht, ob es an der schwachen Leistung von meinem Laptop liegt oder woran das liegt. Kann ich eigentlich sagen. Aber ich finde das hoffentlich nicht so schlimm. Also ich persönlich finde das nicht so schlimm. So, erster Aufenthalt in Linde. Wenn man es auch mal wieder aussprechen mag, ne? Ich glaube, Aussprache ist das. Ist allerdings cool hier mit der Ampel. Die passt so schön rein, das Seitenfenster. So, nochmal grün hier. Dankeschön. Die anderen. Kreisverkehr. Ich werde gekloppt. Und ich will noch nicht um die Aligneisen gehen. Den Fänger befallen wir aber den Kreisverkehr. So, wo willst du denn? Willst du rausfahren? Der liegt rechts und fährt er nicht raus. Wo hast du deinen Führerschein gemacht, Junge? Oh, es ist ein LKW hier klar. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Dann muss ich einmal links rüberspringen. Dann bin ich registriert. Scania ist das schön, ein Scania-Händler. So, dann fahren wir hier vorne rechts rein. Gleich aus. Wie ich das gemacht habe, dass sie in jedem Ort genau exakt das gleiche, die gleiche Bude mit exakt der gleichen Fenstern und so weiter, die ganzen Unstimmigkeiten
die im Bauwerk entstanden sind im Laufe der Zeit. Leute, macht Filme. Ich kann nicht so lange zum Abkühlen brauchen. Das ist doch schlimm, ist das ja. So, wieder durch den Kreisverkehr. Ich hab Vorfahrt, Junge. Ich muss wieder reinfetzen. Und hier raus. Ja. So oder so ähnlich. Wenn ich die Spur treffen würde mal ein bisschen. So. Ich beschließe einfach mal, dass da nichts kommt. Ja, okay. Den habe ich nicht gesehen. Da bin ich doch talentiert, wa? Ja. Wo ist denn der? Ich guck mal von draußen. Ah ja, da kam der. Mhm. Ja. Den haben wir auch wieder erlebt. Aber die Ladung hat keinen Schaden genommen, dann soll es gut. Wenn die Ladung keinen Schaden hat, dann passt das. Wie der LKW hinterher aussieht, ist denen zum Glück scheißegal. So, dann die Ladung heilt, das passt das. Und ich glaube, wir haben nicht mal Geld bezahlt. Dafür, dass der uns reingefahren ist. Und das finde ich wieder positiv. Kein Strafgeld. Ja, die Condition ist nur noch gleich, meine ich. Das finde ich doch schön. Dann ist es, dann interessiert uns das ja gar nicht, ne? Das interessiert uns gar nicht. Was stand da gerade drauf in der Geschwindigkeit? Hab ich ja nicht gelesen. Achso, ja, jetzt bremsen die mich wieder alle aus. Oh, wir sind schon hier in wie heißt das, Kaff? Belgien. So, der erste Aufenthalt in Belgien. Da muss gefeiert werden. Ich überhole den gleich wieder. Ich glaube, vielleicht kann die Strecke nicht ganz genau auswendig. Das ist problematisch. Überholt. Das ist positiv. Dann scheint die Bahn ja frei zu sein, ne? Dann zieht der mal hinterher. Wenn ich schon zum Beschleunigen kann, ne? Hinterher ziehen. Jo, ich würde gucken, wo gut ich. Wenn das mein Fahrlehrer sehen würde. Sorry, Peter. Ah ja, der Regen lässt nach. Das ist doch auch schon wieder positiv. Warum überall geklappt, ist doch alles bestens. So, Scheibenwischer aus. Passt hier alles. So wie die Tatsache, dass ich hier wieder fast dagegen gefahren wäre, gegen die Leitplanke. Würde ignorieren, so mal. Hat gepasst, sag ich aber mal. So, die Überholmanöver ist auch geglückt, trotz Rechtslenker. Oh, da vorne ist das schon. 19 Minuten. Och, nee, ich spiele schon wieder hier 23 Minuten, das ist ja schon wieder scheußlich. Laut Handy, also wahrscheinlich schon wieder 24 oder so. Das liegt hier an England. Wenn ich nach England fahre oder von England fahre, dann überschreite ich die Zeit. Oha, der ist aber nicht getroffen. Da muss ich gerade mal abbremsen. Ungewöhnlich für mich, dass ich abbremse. Ja,
Annähernd habe ich die Spur getroffen. Das war schon ganz in Ordnung, finde ich. So, dann lass mich durch. Ich will da rein. Huch, was macht ihr denn hier? Großes Farm umbauen. Und ich bin mit dem Rechtslenker hier durch. Ihr habt doch einen Schatten, mich mit dem Rechtslenker hier durchzujagen. Ja, einparken kriege ich noch hin, trotz Rechtslenker. Halbwegs. Bisschen zu weit seitlich, aber das passt. Licht noch aus hier. Feststellbremse. Gut. Dann mache ich wieder ganz schnell aus. LKW gucken haben wir ja nicht geschafft. Aber das macht ja nichts. Levelaufstieg. Och man, nicht mal Levelaufstieg. Okay, gut. Ich verabschiede mich und sag bye bye. Tschüssi.